Salut, Servus, herzlich willkommen hier mitten aus World of Tanks. Ich mache mal kurz Pause. Ich habe gar nicht viel Zeit heute. Ich wollte euch den nächsten Neuner noch vorstellen. Und zwar geht es heute um das Schmuckstück hier. Das ist mein Russenmate, der T54. Ich will gar nicht groß quatschen oder ja, viel dazu sagen. Ich muss sagen, er macht Spaß. Er macht auch auf Stadtkarten Spaß. Er ist ein ganz nettes Replay auf dieser Stadtkarte. Himmelsdorf, jeder kennt sie. Was gibt es zu dem zu sagen? Ich habe den behalten, wie so wenige andere Neuner, weil er einfach katastrophale Runden hat manchmal. Aber manchmal ist es auch relativ witzig mit ihm. Genau. Jo. Was ihr bei dem beachten müsst, ihr habt zwar einen recht ordentlichen Turm, ihr müsst trotzdem aufpassen. Wir haben hier zwei Coppola. Und da oben, da kommt man relativ schnell und gut durch. Ne? Die Wanne ist auch schlecht gepanzert. Aber Hulldown ist eigentlich relativ ordentlich. Sidescraper ist auch gut. Ja, macht eigentlich recht viel Spaß. Er ist agil. Und ja, das ist der Grund, warum ich den behalten habe. Wenn ich mal ab und zu Lust habe auf eine spritzige Runde, ne, mit viel Kaffee, dann fahre ich den. Bin jetzt nicht so der EBR-Freund. Aber darum fahre ich immer ganz gern Wets, weil da kann man sich auch relativ sch schnell und gut umpositionieren. Und das macht einfach Spaß. Okay, fangen wir einfach mal an. Jo. Es sieht schon schön aus, gell? Also, mir gefällt er. Ja. Ich fahre ein, es gibt hier zwei Kanonen. Es gibt ja zwei Kanonen auf dem. Ich fahre ihn jetzt, machen wir mal ein bisschen schneller, das ist am Anfang ein bisschen langweilig. Ich fahre ihn jetzt mit der guten Kanone, mit der, was heißt mit der guten Kanone? Also für mich guten Kanone, die ist präzise. Ich habe die Genauigkeit auf 0,3 geboostet. Da hatte ich einen Disconnect, glaube ich. Ja, egal. Die habe ich geboostet auf 0,3 Genauigkeit und ja, ich gehe mal auf mich drauf. Ich mag das einfach. Drum, ich behalte immer, wenn ich zwei ähnliche Kanonen habe. T54 gibt es zwei gute 9er Kanonen. Die hat jetzt, glaube ich, 219 Durchschlag, der andere 200. Das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Dann nehme ich meistens die, auch wenn es jetzt umgekehrt wäre, wenn die Kanone jetzt weniger Durchschlag hätte, nehme ich meistens die präzisere, weil ich hasse nichts so sehr, wenn die Schüsse nicht sitzen. Ja, ich mag ihn einfach. Ab und zu habe ich ganz gute Runden in ihm. Was gibt es noch zu dem zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ach so, ja. Ihr seht, ich spiele mit Heat. Weil der Standarddurchschlag ist, kannst du eigentlich vergessen. 219. Da hast du teilweise gegen Achter schon Probleme, frontal durchzukommen. Also nehme ich meistens die Heat. Das Problem an der Heat ist, die bleibt halt oft gerne hängen irgendwo. Aber es ist einfach Standard, ich spiele nur mit dem 330er, glaube ich, hat er, warte mal. Ja, 330er Durchschlag. Puh, hab zu viel gegessen, sorry. Jo. Weil die Standard kannst du vergessen. Auf dem, ich muss mal die Bestückung ändern, genau. Ich habe 30 Standard dabei. Ja, dann habe ich gewartet. Ups. Baba Danny Bode. Eben drum. Wenn ihr den spielt, ich als normaler Durchschnittsspieler spiele nur mit Heat. Ich glaube auch gute Spieler spielen den fast nur mit Heat. Nein. Weil die andere Muni kannst du eigentlich vergessen. Geiler Sound von der. Schlecht geschossen. Jetzt da das. Oberwanne. Hey, die Kanone ist relativ präzise. Und das ist der Grund, warum ich den behalte.
Mit dem 330er Durchschlag bin ich da jetzt schön durchgekommen beim T10. Mit der Standard wäre ich hängen geblieben, das sage ich euch. Oder hätte ich keinen Durchschlag gehabt. Drum spielt ihr mit der Heat. Ich sehe schon, ich muss die Bestückung echt ändern, das ist nix. Ich weiß nicht, was die gute Tante aus Russland erzählt, aber klingt sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eins von dem... Es soll es mit dem einen gewesen sein, weil heute habe ich nicht so viel Zeit. Beim nächsten, ich denke mal, der nächste wird der Kong sein. Da werde ich 3, 4 Replays hier am Stück hochladen. Ja. Wie gesagt, seht ihr, wie schnell ich hier die Seiten wechseln kann, wie ich mich umpositionieren kann. Es macht einfach Spaß in dem Mäd. Und der ist der T54. Er ist nicht der allerschnellste, ich weiß, aber da macht er einfach Spaß. Also, ja, was soll ich da groß dazu sagen? Macht Spaß mit dem. Jetzt werden unsere restlichen zwei Panzer oben zerlegt. Der T10 haut ab. Weiß auch nicht, was ihn da gerät. Aber er hat wahrscheinlich spekuliert, dass sie hier unten runterkommen. Ich habe darauf spekuliert, dass sie oben bleiben. Schauen wir mal. Ich glaube, sie blieben oben. Und jetzt ist der T54 eigentlich fast in seinem Element. Fast. Ihr seht die Snapshots, die treffen. Und da zögere ich, weil ich nicht genau wusste, was der Rest der Bande macht. EBR kommt mir helfen, aber er ist auch mit seinen 75 HP. Der 703-2 Doppelrohrturm ist relativ stark. Ja, kommst du nicht durch. Aber eben, das ist halt... halt Kranz versucht, aber irgendwie ist der auch nicht reingegangen. Ja, jetzt kommen ein paar richtig schlechte Schüsse, aber das 703 ist halt auch und er versteckt schön seine Unterwanne. Recht gut. Er macht das ganz geschickt. Wollte ich ihm aufs Heck, dann habe ich gerade noch so getroffen. Gut, jetzt war ich noch One-Shot. Aber seht, so schnell ist man da oben. Ich kann ins Gefecht oben auch noch ein bisschen eingreifen. Jetzt haben wir uns gesplittet, genau. Und das kannst du halt in dem Heavy nicht. Da legst du dich am Anfang relativ fest und dann wirst du da, dann musst du da langfahren. Da kannst du dich nicht mal so schnell verlegen. Ja, wie gesagt, ich glaube, wohin führt denn der... Ah, jetzt habe ich es vergessen. 430 zum 430, der führt zum... schlag mich tot. 140er? Genau. Wenn ihr das grindet, das 140er, verkauft ihr nicht. Also, das ist echt auch ein Tipp von mir, das Ding. Das macht recht Spaß. Ne? Aber wenn ihr ihn jetzt noch gut spielen könnt, im Gegensatz zu mir, macht er noch mehr Spaß. Obwohl die Runde war auch nicht schlecht. 2,5 Damage und 5 Kills. Aber eben, ist eine Empfehlung von mir. Und die Tage kommt dann ein längeres Replay noch hoch. Ich denke, ja, entweder das 430 oder Kong. Ich will nicht zu weit vorgreifen. Lasst euch überraschen. Um nichts zu verpassen, aktiviert die Glocke oder abonniert den Kanal. Und abonniert den Kanal, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Okay, genug Dummsinn. Ja. Dann würde ich sagen, bis die Tage, wenn es wieder heißt, hier mitten aus World of Tanks, meine Neuner. Bis dann. Ciao, ciao.